Wie viel schneller können Sie eine Aufgabe bearbeiten, wenn Sie sich voll darauf konzentrieren können und von niemandem unterbrochen werden? 10%? 20%? Vielleicht sogar doppelt so schnell? Nun, wenn es doch im Kleinen schon so gut funktioniert, warum wenden wir dieses Prinzip dann nicht gleich für ein komplettes Projekt an? Oder für das Portfolio unseres gesamten Unternehmens? Wie genau das funktioniert, erfahren Sie hier im Video. Stop starting, start finishing, um nochmal ein schönes Zitat aufzubringen. Es geht ja nicht darum, möglichst viel anzufangen, sondern es geht darum, was fertig zu kriegen. Denn erst wenn was fertig ist und wenn es beim Kunden installiert ist oder auf dem Tisch liegt, erst dann ist ein echter Mehrwert erzeugt. Typischerweise, wenn man in Unternehmen guckt, dann sehen die Projekte häufig so aus, dass ganz viele gleichzeitig laufen. Das ist jetzt hier auf den Folien mal sehr vereinfacht dargestellt. Da laufen 4 Projekte parallel. Was wäre denn, wenn man zu Projektleiter Nummer 1 hingeht? Ich denke jetzt mal, Sie sind vielleicht auch ein Projektleiter oder ähnliches. Nicht. Darf ich Sie trotzdem einfach mal so ansprechen? Projektleiter Nummer 1, Sie haben jetzt das allerwichtigste Projekt. Ich bin der Geschäftsführer. Sie kriegen alle verfügbaren Ressourcen für Ihr eines Projekt, nicht nur die paar wenigen, die es bisher gab. Ja, habe ich mal nichts dagegen. Sehr gut. Mal nichts dagegen. Häufig setzt erstmal eine Schockstarre ein bei den Projektleitern, weil da können Sie gar nicht mit umgehen. Das ist ganz eine neue Situation. Dann überlegen Sie aber, ja, was könnte ich denn noch? Dann gilt es auch als Geschäftsführer oder auch als Berater von außen, nochmal hinzugehen und zu sagen, und was noch, und was noch, und was noch. Also wirklich so viel, wie eben geht, in dieses eine Projekt zu gehen. Und das sieht dann so aus, man stellt letztendlich das Portfolio auf links. Der Effekt ist einfach der, das erste Projekt wird viel, viel früher fertig und ab hier kann Wert generiert werden. Und dann kommt noch eins, kommt noch eins, kommt noch eins. Und dann kommt ein zweiter Effekt, der ist hier auf den Folien noch nicht mal so deutlich sichtbar. Das wird alles weiter nach vorne gezogen. Warum das? Weil die einzelnen Mitarbeiter sich konzentrieren können, weil sie fokussiert arbeiten können und dadurch die einzelnen Projekte schneller fertig werden, als wenn sie immer switchen müssen. Braucht einfach nur den Mut, es zu tun, diesen Break reinzuhauen, und dafür braucht man Top-Management-Support.